Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator Classic Edition ist es ja mittlerweile. Ich habe auch das aus den Augen verloren. Wir sind heute auf meiner eigenen Strecke unterwegs und fahren von auf der fiktiven Strecke von Berlin-Lichtenberg, das ist hier oben, über Templin, das sich hier befindet, nach Westerland. Ja. Wir beginnen erstmal die altbekannte Aufbusprozedur. Ja, und wie ich in der Videobeschreibung des letzten Videos habe angedeutet, erkläre ich heute, warum Troll Wars beispielsweise zu Ende gegangen ist. Ja, und warum ich generell so inaktiv war. Liegt ja daran, man hat ja auch vielleicht mal private Sachen, die haben es aktuell nicht erlaubt, und dann hat mir auch so ein bisschen, ja, die Motivation gefehlt, YouTube zu machen. ASB, ASB, ASB. Ja, und das ist dann in dieser, ich sag's mal so, viermonatigen Pause resultiert, welche, naja, ein bisschen länger war als eigentlich angedacht. Ja, Troll Wars. Ist zu Ende gegangen, weil einige Parteien, weil man sich halt, man hatte halt so ein paar, sag ich mal, unterschiedliche Standpunkte zu einigen Themen, was so die Menge von Trolls anbegeht und auf welches Ausmaß die annehmen dürfen. Und es ist ein Troll gemacht worden offscreen, den kann man leider nicht nachvollziehen, wo eine Partei sich sowas ich möchte jetzt nicht sagen getriggert wurde, aber es hat sie sehr aufgeregt, möchte ich mal sagen. Also es war halt so, dass die Partei dann gesagt hat, also das Team, wir sind ja alle ein Ein-Mann-Team in Troll Wars gewesen, ja, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn man nur zu dritt ist und dann einer sagt, er hat keine Lust mehr, ist das ein bisschen schwierig. Weil das führt dann nämlich unweigerlich dazu, dass das Projekt, dahin sieht, möchte ich es mal nennen. Troll Wars ist für die Zukunft wieder angedacht. Also es ist nicht für immer weg, aber wir haben das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit nach hinten geschoben. Denn wir haben aktuell einen privaten Minecraft-Server, wo noch nicht ganz ausgegessen ist, ob ich oder LostTV den mal zeigen werden. Oder ob wir den zusammen zeigen werden. So als Gemeinschaftsvideo, wo dann halt jeder seine Sicht hochlädt. Das ist noch nicht ganz klar. Schließvorgang eingeleitet. Aber auf jeden Fall wird es natürlich in naher Zukunft wieder Videos mit den Jungs von LostTV geben. Nur die Frage ist halt, auf dem Kanal, ob sie sich wieder mal neu erfinden. Das ist noch nicht ganz aus. Bei mir bleibt alles beim Alten. Kurze Info noch, ihr werdet sehen, das Video kommt heute wieder am Mittwoch. Mittwochs wird jetzt erstmal in der nächsten Zeit mein Tag sein, wo ich Videos produzieren werde. Weil in 90% der Fällen ist es so, dass die Videos, die ich produziere, auch an dem Tag online kommen. Ja, wir haben eine Nachtfahrt bei Gewitter heute im Train Simulator. Ist auch mal was anderes. Und wir legen heute schlappe 113 Kilometer zurück. Die werden wir in gut einer Stunde bewältigen. Ungefähr, Pi mal Daumen. Und ja, ich würde sagen, let's go. Es ist so schlimm bei Feuerfahrzeugen. Du weißt nie, ob du die scheiß Siefer mit Q, Enter oder Leertaste resettest. Weil VR ja auch immer wieder, also Virtual Rewards immer wieder zwischendurch wechselt. Das ist so geil, Alter. Du kannst dich nie auf eine Sache einstellen. Da kommen wir. Wir fahren übrigens im 101er Sandwich als ICE-Ersatzleistung. Wir haben jetzt halt keinen Einleitungstext gehabt, deswegen ging es daraus nicht hervor, aber wir fahren ICE-Ersatzleistung.
Wir fahren auch nicht schneller als 200, das heißt, wir hätten tatsächlich keinerlei Fahrplanverlust im Vergleich zum ICE. Und jetzt Rennanfragenkenntnis erst 160. Ja, es gibt einige Stellen auf der Karte noch, wo ein paar Macken noch nicht behoben sind. Dementsprechend sind jetzt gleich 160. Bin tatsächlich lange die 101 nicht gefahren im Simulator. Ich glaube, das letzte Mal im Video, damals als ich Frankfurt Koblenz vorgestellt habe. Ohne Ton. Vom Spiel. Es ist einfach immer noch so dämlich gewesen. Ja, man sieht nichts als Nacht. Kürze sollte auch die LZB angehen. Ah, da vorne kommt schon die Tafel. Wir haben dir in dem Video gesagt von Rio, in der Film von Rio Grande gesagt, schneller Fahrt wird die, nach kurzer Zeit wird die 200 erreicht. Easy, Digga. Aber gut, wir fahren halt auch ein Sandwich, ne? Das muss man dazu sagen. Ist ja quasi Mogeln, das ist ja nicht eine einzelne 101. Deswegen ist das auch ein bisschen schwierig zu betrachten von der Warte her. So. Ah, wobei 250 müssen wir schon zugeben. Nix Störung hier, hallo. Nix Störung. Haben wir hier sowas wie einen leeren? Ah! Es gibt eine Blankoseite, okay. Sehr gut. Die brauche ich jetzt. Ja, bis zum Dienst sind es jetzt noch knappe 50 Kilometer. Wir werden schneller fahren, zurücklegen. Und immer wieder die SIFA resetten zwischenzeitlich. Und resetten.
Ja, auf dem Abschnitt hier sind noch aktuell keine Bahnhöfe gebaut. Das liegt daran, dass auch ich nur ein Mensch bin, der begrenzte Zeit hat und nur so an der Karte drauf, wie er lustig ist. Das heißt, wie er lustig ist, sondern wie er Zeit hat und wie er Motivation dafür findet. Ja, und dementsprechend ist auch in manchen Phasen der Fortschritt etwas langsamer, sag ich mal. So, wir nähern uns jetzt dem ersten gebauten Bahnhof, Grüneberg. Ja, Bahnsteiglampen war ich mir zu fein aktuell, die aufzustellen schon. Was war nur los? Warum kam jetzt der Gefahrenmelder? Hallo? War aber verpasst? Ich glaube, die LZB wollte gerade testen, ob ich noch wach bin, Junge. Also irgendwie hat die LZB heute eine Macke.
Ich weiß auf jeden Fall, dass bis Groß-Tannenberg mit 200 fahren können, ohne dass was ist. Also. Okay. In 9 Kilometern sind 100 angesagt. Das heißt, wir sind jetzt im Landeanflug auf Groß-Tannenberg. Und wir sind 2 Minuten vor der Zeit. Das ist tatsächlich ganz gut eigentlich. Weil die werden auch brauchen, mal in Groß-Tannenberg, wenn wir durch die lange 100er-Zone auch ein bisschen Zeit verlieren tatsächlich. Ne, die Taste wollte ich eigentlich nicht drücken, sondern die. Wie weit ist denn noch? Okay. Bei 4000 Metern nimmt man immer so das Gas weg, spart man auch Energie. Und wenn wir mal die elektrische Bremse nehmen, um auch ein bisschen Strom zurückzuspeisen. Denn wir wollen ja umweltbewusst fahren. Auch, wir wollen ja auch den Leuten das Versprechen halten, mehr oder weniger, was die Bahn ja macht. CO2-arm fahren oder CO2-frei, besser gesagt. Daran muss er natürlich jeder auch dazu beitragen. Dementsprechend bei 4000 Metern Gas weg und wir nehmen die elektrische Bremse und leiten dann sachte rein in die 100er-Zone. Ich weiß, dass es nur noch 3000 Meter sind. Ich weiß, was ich tue. Auch wenn das nicht den Anschein hat, bin ich mir voll und ganz bewusst, dass es jetzt gleich 100 sind. Da vorne blinkt es. Das ist die 100-Ankündigung für Züge, die nicht in der LZB fahren. Ab da noch 1 Kilometer bis zum Hauptsignal. So, Umwelt schon gebremst und jetzt sind 100 an der 10 oben auf dem Signal erkennbar. Wir gehen wieder Leistung zu. Jetzt Durchfahrt Groß-Tannenberg, dafür müssen wir nämlich das Gleis wechseln, weil jetzt wird es eingleisig kurzzeitig. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte der Eisenbahn in Ostdeutschland auskennt, weiß ja, dass auf vielen Bahnstrecken im Osten das zweite Gleis als Reparationsleistung von der Sowjetunion abgebaut worden ist. Und das ist ja auch dargestellt, das zweite Gleis ist nicht mehr durchgehend ab hier. Und das werden wir auch im weiteren Fahrtverlauf bis Nibel noch merken des Öfteren. Freie Fahrt am Hauptsignal, das ist sehr gut.
Und gleich geht es mit 200 wieder weiter. Das vorletzte Ende, wo man die 200 tatsächlich ausfahren sollte. Weil das kurze Stück, was wir dann haben, zwischen der Abzweckstelle Geratzwölzen und Niebel, das lohnt nicht. Da werden wir auch die LZB ausmachen in Templin, weil es einfach nicht lohnenswert ist, da hochzuschalten. Das bringt keine Pluspunkte. Das ist reine Energieverschwendung. Schon mal alleine wegen dem Hintergrund des LZB-Ente. Kürzer wird die Strecke wieder zweigleisig. Ah, okay. 120 Ankündigungen, das heißt, wir kommen dem Team Templin dichter. Meter. Wir nehmen wieder die elektrische Bremse, speisen also Strom zurück in die Oberleitung.
Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Templin auf Gleis 2, der Ausstieg dort in Fahrtrichtung rechts. Wir haben Übergangsmöglichkeiten zu Zügen des Nahverkehrs. Ist der Bahnsteig zu kurz? Da habe ich noch was zu tun hier auf der Strecke. Nee, es könnte in der Tat passen, gerade so, wenn ich einen Tick weiter vorrolle. Digga, das ist doch Verarsche! Oh. Okay, die Markierung ist ein bisschen länger als der Bahnsteig. Okay, bis wo muss ich denn ungefähr? Ey, ja, ist ja ordentlich, was das fehlt. Na ja, gut, muss ich die Bahnsteige nochmal verlängern. Ist ja nicht das Problem. Hab ja genügend Platz, ist ja nicht wie auf anderen Bahnhöfen, wo sich das als Herausforderung darstellt. Ganze 4 Minuten zu früh, ja, auch nicht schlecht. Klar, die Dinger haben keine ZZA. Hätte ja sein können.
Speedvorgang eingeleitet. Und abfahren. Ach. Geh mir doch nicht auf den Kranz mit dieser AFB. Pisse hier, Alter. AFB. Ah, das Geräusch ist gut. Ah, in Kürze endet dann auch das zweite Gleis, was in. Wenn wir am Hauptsignal vorbei sind, ist das zweite Gleis zu Ende.
Was für Störungen die ganze Zeit? Es gibt keine Störungen, Junge. Läuft alles smooth, Junge. Was ist los? Wir fahren jetzt aktuell über eine eingleisige Verbindungskurve, um jetzt quasi von der Strecke Berlin-Gera auf das Ende nach Liebe zu kommen. Jetzt habe ich die LZB nicht ausgemacht. Okay, das war die falsche Taste. Ja, schön. Gut, dann muss ich das selber managen gleich. Nicht über 160 zu kommen. Jetzt habe ich verpennt, die LZB nämlich auszumachen. Aber gut, dann kommen wir heute noch ein zweites Mal rein. Fahrtrichtung rechts kommt jetzt die Neubaustrecke aus Berlin. Die ist aber noch nicht fertig aktuell.
So, willkommen in Nibül. Oh, da ist mir wohl das Ausfahrsignal ein bisschen, das war hier wohl das Signal ein bisschen verbuggt beim Umbau. Ja, passiert mir auch mal. Ja, passiert. Okay, VMAX 80. Und weiter geht's mit 160. Das rote Signal einfach ignorieren, das ist auf das falsche Gleis angesetzt. Was ist denn los? Okay, Signal ist verbuggt. Entspannte Basis. Ja, okay. Das Signal ist mir verbuggt. Zugbeeinflussung. Passiert. Beim Streckenbau, da kann einem auch mal das Signal verbuggen. Kam zwar jetzt unerwartet wie sonst was, aber nein. Toll, jetzt können wir den Mugdam nicht in voller Fahrt erleben wegen dem Mist hier, Alter. Mann. Aber gut, das Signal ist verbuggt. Kommt auf die Liste der Sachen, die noch zu tun sind. Auf den dringlichen Sachen, besser gesagt. Oh, 1000 Hertz. Wie lange willst du mich jetzt ärgern?
Das könnte dir so passen, Siefer, mir jetzt ohne eine Zwangsitze zu drücken, oder? Nee, 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 so nicht. Die Zwangs hat uns tatsächlich mächtig Fahrzeit gekostet. Das war natürlich ein bisschen belastend jetzt. Beeinflussen.
Zugbeeinflussung. 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 Sehr geehrte Fahrgäste, rechnen wir für unseren Endbahnhof Westerland auf Sylt. Unsere voraussichtliche Ankunftszeit von 21.58 Uhr können wir leider nicht halten. Wir haben eine Verspätung von ca. 4 Minuten. Wir bitten um Entschuldigung. Ihre Anschlusszüge in Westerland sind dadurch nicht gefährdet. Wir bedanken uns bei den hier aus- und umsteigenden Fahrgästen für die Fahrt mit der DB Fernverkehr und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Der Ausstieg in Westerland auf Sylt befindet sich in Fahrtrichtung rechts.
AFB. Türfreigabe. 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 Und mit dem Öffnen der Türen heißt es dann auch für mich, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch wieder zu einem neuen Video auf Mantra 2004. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.